Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu TV Lokal. Freitag, wunderschönes Wetter, was will man denn mehr, um einen schönen Start ins Wochenende zu bekommen? Und wir hatten ja schon den Start ins Wochenende. Heute ist ja für viele ja der sogenannte Brückentag. Nur wir müssen hier arbeiten. Nein, wir machen es gerne. Wir machen es gerne für unsere Zuschauer. Dass wir so ein bisschen etwas leichter beschwingt dann ins Wochenende gehen. Also nicht mehr der harte Nachrichtenalltag. Und da haben wir eine ganze Menge heute zu bieten. Bevor wir zum Männertag eigentlich als Hauptthema heute kommen, da möchte ich gerne nochmal auf die letzte Sendung zurückblicken. Da hatte ich ja Jürgen Pahn, einen Fotojournalisten aus Eisenhüttenstadt, der hatte eine Iran-Reise gemacht, hat eine ganze Menge erlebt und darüber haben wir gesprochen und es fand eine riesen Resonanz auch auf Facebook statt. Und dafür danke nochmal, großes Lob gab es schon, wie gesagt, von vielen Leuten, so eine interessante Geschichte. Aber da muss man dann natürlich auch noch sagen, dass man dann auch eine ganze Menge mehr erleben kann und zwar am 18. Mai um 19 Uhr auf der kleinen Bühne beim Friedrich-Wolf-Theater gibt es ja diese Veranstaltung nochmal richtig komplett, sogar wie Jürgen Pahn sagte, mit Essen und was da so alles passiert. Da schauen wir nochmal ganz kurz rein. Hingefahren und mit absoluter Ruhe. Und das hat sich dann auch bestätigt. Wir müssen uns nicht davor fürchten, in den Iran zu reisen. Ja? Sehr schön. Das ist schon wieder ein schönes Abschlusssatz. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Iran, ob man da hinreisen kann, wie schön es dort ist, die Erlebnisse, das alles am 18. Mai, 19 Uhr, 19 Uhr in der kleinen Bühne im Friedrich-Wolf-Theater. Kleine Bühne, Friedrich-Wolf-Theater, und da gibt es aber viel, viel mehr Bilder, oder? Richtig, ja. 350 ungefähr. 350 Bilder. Also wir haben eine ganz winzige Auswahl hier gehabt und da war auch eine schöne Frau dabei. War das? Ja, das war eine von den besagten Frauen aus der Nachbarschaft, die mit 30 noch keinen Ehemann hatten. Ah! Ich sage es jetzt. Da kam dann, da ich ja alleine dort war, als Mann, also niemanden mit hatte, kam dann natürlich deren Mutter gleich auf mich zu und sagte dann so, hier, toll, meine Tochter, gutes Mädchen und fleißiges Mädchen und gut, und ob ich sie nicht heiraten möchte. Einpacken, mitnehmen. Ja, aber ich habe dann doch in Anbetracht des Altersunterschiedes reich gesagt, das wäre vielleicht doch nicht so gut. Ja, Männertag, das war's, liebe Zuschauer, ein wunderschönes Wetter. Früh ist man aufgestanden, war noch so ziemlich bedeckt. Da sagt man, naja, wird es denn tatsächlich ein schöner Tag? Aber dann so gegen 11 Uhr riss die Wolkendecke auf, die Sonne kam raus und was konnte es Schöneres geben, als einen wunderschönen Männertag zu erleben. Meine Frau und ich, wir schnappten uns die Fahrräder und zogen los. Tja, allzu viel war nicht los in Eisenhüttenstadt, hatte ich das Gefühl, aber wir sind ja nun nicht in jede Ecke gekommen. Und, aber in eine Ecke, da sind wir doch hingekommen, und zwar in Neuzelle. Sie wissen es ja, in Neuzelle gibt es ja nicht mehr das große Männertagsspektakel Bibulibus, sondern die Gemeinde, und ich glaube ohnehin, dass die Gemeinde mit diesem großen Männertagsevent in den letzten Jahren überfordert war, eine kleine Stadt oder Dorf, weiß nicht, Stadt ist es vielleicht doch, und dann so viel Betrunkene, das konnte auf die Dauer nicht gut gehen, wollte man auch nicht, und jetzt hat man eine neue Ausrichtung gefunden, und zwar in die Richtung Familie. Es war ein Familientreffen, ich war also auch da kurz mit bei, konnte mir das Ganze mal anschauen und war positiv überrascht, und hier einige Impressionen. Wir kennen
und sehe nur Himmel und Meer. Ja, ringsum und sehe nur Himmel und Meer. Nach den vielen schönen Tagen kam die Zeit von Bord zu gehen. Und wir sagten, weiße Taube, einmal gibt's ein Wiedersehen. Ula Paloma Blanca, Traumboot der Liebe für zwei. Ula Paloma Blanca. Ja, liebe Zuschauer, soweit die Impressionen aus Neuzelle. Ich glaube, das ist ein guter Start für ein neues Event, also eine Tradition, die dort in Neuzelle aufkommen kann. Auf dem Innenhof bei den Handwerkern war nicht allzu viel los, mehr also draußen, dort wo die Geselligkeitsstrecke war, also direkt neben dem Teich konnte man ja auch gut sitzen, trinken, essen, also man hat das ja gesehen. Ja, und ich glaube, dass es wirklich auch im nächsten Jahr so gut weiterlaufen kann. Die Besucher, die Anzahl der Besucher sind ja durchaus vielleicht nicht allzu viel, aber immerhin, ich glaube, nicht allzu viel furchtbare Betrunkene, wie es den Jahren vorher war. Ja, soweit erst einmal die Geschichte Männertag in Hütte. Und dann hatten wir ja auch unser Studio hier umgebaut. Also wir hatten ja die Bretterbude abgerissen und jetzt kamen schon die ersten Reaktionen, die sagten, naja, sieht ein bisschen kahl aus. Also wir müssen noch ein bisschen dran basteln, damit es ein bisschen gemütlicher wird. Ein paar Bilder haben wir ja noch aufgehangen. Ja, und ich hoffe, dann wird es dann ein bisschen schöner noch, ein bisschen gemütlicher. Und wir hoffen ja, dass wir auch dann immer mehr Studiogäste haben, hier, um einiges zu besprechen. Wir haben ja aber noch ein paar Themen, die wir heute durchgehen wollen bei TV Lokal, Start ins Wochenende. Und zwar hatten wir ja aufgerufen, Eisenhüttenstadt, ja, eure Meinungen über Eisenhüttenstadt, und da haben sich wirklich eine ganze Menge gemeldet. Tausende von Leser haben diesen Aufruf gelesen, also auf Facebook, auf OSF Facebook. Und ich habe dann auch ein paar Reaktionen mir rausgesucht auf diese Geschichte. Unsere Frage war ja, was ist mit Eisenhüttenstadt? Wie kann man es schöner machen? Und da gab es natürlich eine ganze Menge Meinung. Und hier wollen wir mal ein paar vorlesen. Claudia hat geschrieben, Arbeitsplätze schaffen, eindeutig Mieten senken, Freizeitmöglichkeiten schaffen für Jung und Alt. Das ist schon mal ganz gut. Kita-Gebühren senken und längere Öffnungszeiten. Geschäfte, die für junge Leute einen Reiz sind. Ich glaube, das wäre ein guter Anfang. Das sind Punkte, wo ich glaube, wo ich für viele spreche. Ja, diese Geschichte kann man sich natürlich auch zu Herzen nehmen. Und diese Kita-Gebühren, das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Antworten. Und zugegebenermaßen sind ja auch etwas Jüngere auf Facebook. Aber wir wollten ja auch die Jüngeren mal ansprechen, um zu sagen, mal zu wissen, wie attraktiv ist Eisenhüttenstadt auch für die jüngere Generation. Die Alten fühlen sich, ich glaube, relativ wohl hier in der Stadt. Es hat sich auch viel verändert. Es ist viel für die Alten gemacht worden. Aber da kommen dann auch die Meinung der Jüngeren, und die Kita-Gebühren, die ziehen sich durchaus wie ein roter Faden durch alle Antworten. Ja, vielleicht sollte man mal überlegen, es gibt Gemeinden, die gesagt haben, wir ziehen junge Leute an, indem wir gar keine Kita-Gebühren verlangen für unsere kommunalen Einrichtungen. Naja, kann man ja mal drüber nachdenken. Maria hat geschrieben, es gibt doch eine Kita mit langen Öffnungszeiten, das Spatzenhaus, und wenn man die Einwohnerzahl sieht, reicht auch eine Kita mit Abendbetreuung aus, hat sie hier geschrieben. Allerdings fehlt die Samstagsbetreuung in der Kita. Das gibt es nicht. Und ich finde diese echt notwendig in der heutigen Zeit. Auch eine Anregung vielleicht ans Rathaus. Dann haben wir Lieselotte. Hat geschrieben, ja, hier geht es auch wieder um das Spatzenhaus. Bei Bedarf ist 20 Uhr. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Gestern kam unser Sohn zu uns, er wohnt in Eisenhüttenstadt und brauchte einen Facharzttermin. Leider waren Eisenhüttenstadt und Umgebung nichts zu machen, obwohl dringend. Hier habe ich innerhalb von einem Tag einen Termin für ihn machen können,
den er gestern auch wahrgenommen hat. Aber das Problem müsste eigentlich allen bekannt sein. Viele liebe Grüße aus Berlin. Dann hatten wir noch eine andere Meinung von Volker. Er schreibt, jeder in Hütte sollte beten, dass das Stahlwerk am Leben bleibt. Ansonsten wird Hütte mit den Diehloer Bergen zugeschoben. Es wird keine blühende Stadt mehr geben. So, das hat also jemand geschrieben. Und dann Lieselotte schreibt hier, Lieselotte P. Punkt. Ich bin selbst aus Eisen- und Hüttenstadt weggezogen. Es ist manchmal eigentlich immer sehr erschreckend, wie wenig in Hütte eigentlich los ist. Man hat das Gefühl, dass um 6 die Bordsteine hochgeklappt werden. Angebote, was man machen kann, sind auch sehr gering bzw. fast unbezahlbar. Zu den Kindergebühren kann ich leider nichts sagen, da ich diese nicht nutze. Ansonsten ist Hütte ganz schön geschrumpft, was sehr schade ist. Ich hatte eine relativ schöne Kindheit in Hütte und viele schöne Erinnerungen. Ja, und da gibt es dann auch die Meinung von Maria. Kita-Gebühren senken und die Kinder mehr Freizeitaktivitäten ermöglichen. Zum Beispiel die Organisation Starke Familien, gesunde Kinder, schreibt sie hier, weiter ausbauen bzw. besser aufklären, was für diese steht, falls diese noch existiert. Das war der Nachsatz. Fachärztemangel wieder ausgleichen und. Dann haben wir noch eine Meinung von Angela. Wie Maria sagte, für Kinder mehr Spielplätze und nicht so ein Misthaufen, was bei uns hier im 6. steht. Klettergerüste, wo 3 Kinder draufpassen und für die ganz Kleinen so gut wie nichts. Und auch für die Älteren, wo können die schon mal groß was machen? So, das ist sind einige Meinungen, können wir durchaus mal weitermachen. Pascal schreibt also auf unserer Facebook-Seite, jedes Mal, wenn ich in Hütte bin und sehe, wie es untergeht, ist das ziemlich schade. Es sind kaum Läden, wo man sich was gönnen kann. Hütte ist ein armes Loch geworden, schreibt er. Ich wohne eine Weile hier und kann sagen, 2008 war Eisenhüttenstadt besser, toller. Man muss auch beim Einkaufen Angst haben, hinten bei Marktkauf. Naja, ich gehe auch gerne dort einkaufen, ich habe keine Angst. Martin schreibt, ich bin aus Eisenhüttenstadt weggezogen, weil man da nicht einfach mehr wohlfühlt und von den Asylbewerbern schweigen wir mal. Wünsche trotzdem Eisenhüttenstadt alles Gute für die Zukunft. Ja, und Sarah schreibt, Freizeitaktivitäten für Eltern und mit Kindern, bezahlbare Angebote, Vereine für Kids, Spielplätze werden in der Stadt überall gebaut, weil an die EWG verkauft wohl großartig und nun kommen keine neuen nach. Da gibt es weitere Kleinstädte und die haben Spielplätze, da bekommt man den Mund nicht mehr zu. Echt traurig, dass nichts für diejenigen, die eigentlich hier bleiben wollen, gemacht wird, bis man doch seine 7 Sachen packt und weg ist. Ja, und Steve schreibt, Straßen in Ordnung bringen, dort lebt die DDR, aber Großindustrie anschaffen, Papierfabrik in Klammern und sich von 40 Tonner die Straßen kaputt fahren lassen. Aber die Stadt ist chronisch pleite durch jahrelange Misswirtschaft, hat er so geschrieben. Ja, und, da geht es also immer noch eine ganze Menge weiter. Das werden wir vielleicht in der nächsten Sendung auch nochmal aufarbeiten. Wir wollen ja diese Aktion weiterführen, damit so eine Meinung, die nicht so schmeichelhaft für Eisenhüttenstadt sind, sich mal irgendwann umkehren und die Weggezogenen sagen, Mensch, wäre ich doch in Eisenhüttenstadt geblieben. Da ist es jetzt wunderschön und gerade jetzt auch bei dem wunderschönen Wetter, wenn man sich in die Innenhöfe der Stadt begibt, da kann man schon sagen, Mann, tolle grüne Stadt. Das ist jetzt auch mal meine Meinung. Und jeder soll aber die Chance haben, seine Meinung hier zu äußern. Und die werden wir dann in den nächsten Sendungen zu diesem Thema dann auch hier vorlesen. Ja, und es gab eine Nachricht des Krankenhauses Eisenhüttenstadt, war ganz interessant. Die haben jetzt eine Webcam, die sich alle 10 Sekunden erneuert, also das Bild wie quasi ein Foto gemacht wird und dann alle 10 Sekunden dann einsehbar ist auf Facebook. Das haben wir hier gerade gesehen.
Das liebe Thema Hüttekart. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt die Hüttekart kennen in Eisenhüttenstadt. Das ist also eine Aktion der Stadtwerke Eisenhüttenstadt. Ja, eigentlich gut gedacht, dachte man damals. Die Hüttekart, da kann man sich einen Aufkleber, also Geschäfte machen sich Aufkleber ran und da, wenn Leute, die Stadtwerke-Kunden sind, wohlgemerkt Stadtwerke-Kunden sind, gehen dann in die Geschäfte und dann können sie irgendwelche Rabatte bekommen. Angeblich sind, ich glaube, geschrieben wurde uns, 60 Einrichtungen sollen mittlerweile hier in der Stadt Mitglied der Hüttekart-Gemeinde sein. Allzu viel sieht man allerdings nicht. Es kann sein, dass der eine oder andere sagt, ja, ich nutze ja die Hüttekart, das ist richtig. Aber dann haben wir natürlich auch mal den Initiator um eine Meinung, um eine Stellungnahme gebeten. Und zwar, die Stadtwerke bringt ja die Hüttekart raus, kümmert sich darum, dass andere Prozente geben. Und unsere Frage war, was gibt denn die Stadtwerke für Prozente, wenn man Hüttekart-Besitzer ist, bekommt man denn zum Beispiel bei Strom, bei Gas, bei Wärme, alles das sind Produkte, die die Stadtwerke anbieten, bekommt man denn da auch Rabatt, wenn man die Hüttekart hat, wenn man Besitzer der Hüttekart hat? Von anderen wird es ja mehr oder weniger verlangt, dass sie Rabatte geben, wenn sie dann an diesem System Hüttekart teilnehmen, aber nichts da. Die Stadtwerke Eisenhüttenstadt geben 0% Rabatt. Tja, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das so okay ist, wenn man also eine Aktion startet, viele Leute dazu drängt, es zu machen und dann selber keine Leistung bietet in dieser Richtung, also selbst Rabatte anbietet. Das finde ich schon ein bisschen sehr komisch und eigenartig. Also sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, dass also auch die Stadtwerke dann den Hüttekart Besitzern dann auch Rabatte gewährt. Ja, wir haben, die Stadt hat es gesagt, jetzt am Wochenende ein ziemlich lärmintensives Wochenende. Ja, aber nicht in der ganzen Stadt, weil Männertag noch nachgefeiert wird, sondern rings um den Bahnhof. Da wird ja schon eine ganze Zeit lang gearbeitet, und zwar dieses elektronische Stellwerk. Es soll ja auch, wenn man vor dem Bahnhof steht, da schaut man dann immer nach oben an dieses Stellwerk, wo dann gedrückt wird, wo die Schranken auf und zu gehen. Ja, und dann freut man sich immer, jetzt bewegt er sich da oben und drückt, jetzt gehen die Schranken auf. Denn teilweise steht man durchaus ja, nicht unwesentlich lange dort. Und da finde ich das ganz gut, dass zukünftig das Ganze elektronisch passiert, obwohl so ein bisschen Nostalgie geht also verloren. Es soll ja auch dieser, ich sage mal, Schrankenwärter Wachturm abgerissen werden. Das ist also eine Information, die ich mal bekommen habe, ob das tatsächlich passiert. Wenn wir sehen, geplant war ja August dieses Jahres, dass dort das Ding abgerissen wird, um dann auch mehr Baufreiheit für den Bahnhof Eisenhüttenstadt zu bekommen. Denn der soll 2018, ja erst in zwei Jahren soll er dann saniert werden, also modernisiert werden. Das wird aber wirklich höchste Eisenbahn, dass da das mal gemacht wird. Und zwar die Baumaßnahmen, die lärmintensiven Baumaßnahmen um den Bahnhof herum, die haben ja am Freitag begonnen um 20 Uhr, nein, Moment, am Freitag 20 Uhr, also in einigen Minuten wird es passieren. Wir sind ja jetzt in der ersten Sendung, nicht in der Wiederholung, sondern in der ersten Sendung um 18.10 Uhr haben wir gestartet. Aber wie gesagt, die Baumaßnahmen fangen um 20 Uhr an und enden am 8. Mai um 22 Uhr. Also da geht es eine ganze Menge. Da wird also auch Gleisanlagen werden dort und Oberleitungen umgelegt, verändert und da gibt es ein bisschen oder wird es etwas lauter. Ja, soweit erstmal die Information und zum Schluss unserer Sendung, unserer ziemlich kurzen Sendung heute, geht es um das Kanalfest. Tja, und da schauen wir doch mal zum Kanalfest mal ganz kurz rein, wie es voriges Jahr war. Pfingsten 2015 sollte in Eisenhüttenstadt zum Kanalfest gleich eine Dreitagesparty werden.
Der Samstag eröffnete den Reigen mit einer Mallorca-Party und den Stargästen Jörg und Dragan. Am Hütte Beach selbst waren fast alle Sitzplätze belegt. Hier war es gemütlich, so direkt am Wasser zu sitzen. Der Blick auf den Kanal zeigte einige Boote, die dort kreuzten. Egon vom Gesellschaftshaus Schleicher war hier als DJ dabei. Ja, Grüße aus OSF, ist auch da, ne? Ja. Unten am Steg machten sich die ersten drei Teams bereit. Mit als Favorit gingen die Spreeteufel an den Start. Der war abgesteckt in Höhe der Neubausiedlung. Alle Boote mussten genau ausgerichtet sein. Erst dann sollte der Start erfolgen. Im zweiten Rennen machten sich die Talents, die Kanudrachen und die gefährlichen Wildenten an den Start. Partystimmung mit der Band Mastermind ging dann noch bis tief in die Nacht hinein, begleitet von einem großen Höhenfeuerwerk. Ja, so war es vorher, liebe Zuschauer, in diesem Jahr zum Kanalfest am Trockendock. Steht ja im Zeichen von 125 Jahre oder Spreekanal, eine große Festivität, die es gibt aus diesem Anlass, und Pfingsten 2016 soll natürlich dann auch dementsprechend mitgefeiert werden. Es beginnt am 14. Mai und da können wir schon mal vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen. Am 14. Mai geht es ja schon um 6 Uhr mit den 125 Jahre Kanalfestangeln los. Dann gibt es eine internationale Kanu-Regatta um 10 Uhr am 14. Mai. 14 Uhr ist dann die Eröffnung der Ausstellung 125 Jahre oder Spreekanal. 17 Uhr dann Preisverleihung, Siegerehrung des Angelkanalfestes. Am Hütte Beach findet, wie gesagt, alles am Hütte Beach statt, ganz klar. 20 Uhr gibt es dann Rock aus Hütte. Ab 22 Uhr gibt es dann eine Coverband von den Rolling Stones und den 15. Mai, da geht es dann los um 9.30 Uhr mit Mix4Beach-Turnier, also Volleyball, 10 Uhr Eröffnung durch das Programm Egon Niemack, der ja noch im Mai sein Schleicherz betreibt und dann geht er einer neuen Aufgabe entgegen und der bleibt also auch dem DJ-Leben treu. 10 Uhr beginnt dann das Training zum Drachenbootrennen. 10.30 Uhr bis 13 Uhr gibt es ein Kindermusikprogramm, Captain Puck und Piratenparty. 12.30 Uhr dann ja, das Eisenhüttenstädter Badewannenrennen. Ja, und da schauen wir auch jetzt hier nochmal ganz kurz rein. In diesem Jahr sollte es auch eine Überraschung obendrauf geben. Mit solchen Wasserfahrzeugen soll es quer über den Kanal gehen. Haben wir noch nie ausprobiert. Nee. Werden wir sehen. Wir springen ins kalte Wasser. Mit der Badewanne. 5 Teams hatten gebastelt und diese Badewannen ins Rennen geschickt. Auf die Plätze! Fertig! Es war erstaunlich, wie gut diese Dinger sich über Wasser hielten. Ja, der Spaß des Badewannenrennens, den kann man also genießen ab 12.30 Uhr am 15. Mai. Dann gibt es den Start des Drachenbootrennens am 15. Mai um 13.30 Uhr. Die Siegerehrung dann um 17 Uhr, 20 Uhr geht die Partymeile los im Hütte Beach. Und zwar Beachparty mit DJ Andre B. Und danach gibt es auch noch eine ganze Menge, zum Beispiel um 23.30 Uhr Live-Musik mit der Kapelle Mastermind. Ist durchaus auch in Eisenhüttenstadt mittlerweile ein Begriff. Einen Tag später können all diejenigen, die gern zum Frühschoppen gehen, das auch erledigen. Ab 10 Uhr gibt es nämlich Frühschoppen, 11 Uhr dann Fire and Flame und die Kindertanzgruppe des Kutz. 13 Uhr dann der große Auftritt des Männergesangvereins Germania. Und an allen Tagen gibt es natürlich ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. Unterhaltung wird also eine tolle Sache. Hoffentlich spielt dann auch das Wetter mit, wie im vergangenen Jahr, damit wir dann auch Spaß haben zum Kanalfest. Und der große Anlass ist ja
auch 125 Jahre oder Spreekanal. Also das wird so der große Aufhänger sein zu diesem Kanalfest zu Pfingsten 2016. Ja, soweit erst einmal unsere Sendung TV-Lokal vom heutigen Freitag. Und der eine oder andere, wie gesagt, ist ja oder hat den Brückentag gut genutzt und hat sich erholt, um jetzt auch mit wunderschönem Wetter ins Wochenende zu gehen. Und da wünsche ich Ihnen ein wunderschönes und ich hoffe, Sie starten dann Vollmutes in die neue Woche. Tschüss dann, bis nächsten Freitag zu dieser Sendung. Tschüss.